Was macht eigentlich dieses Blätterstock hier? Ist es wieder in Brut gegangen, nachdem der Heidschwarm abgegangen ist? Und wie sieht es mit der Varroa-Behandlung aus? Ja, hallo meine lieben Bienenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Kurzvideo, Praxisvideo hier auf nordbiene.de. Ihr seht schon, ich bin dick angezogen, dicken Pullover, darüber eine Jacke. Es ist richtig kalt geworden in Schleswig-Holstein, 15, 16 Grad und es weht ein eisiger Westwind. Der bringt wahrscheinlich noch Regen heran heute hier. Darum möchte ich schnell mit den Bienen durchschauen. Ich möchte das Volk möglichst gegen Varroa behandeln, dieses Mal mit Bivarol. Das kennen wir ja schon von der Behandlung der Mini-Plus-Völker. Und normalerweise dieses Volk, das hat ja schon eine Varroa-Behandlung genossen, nämlich im Mai, kurz nach dem Einschlagen als Vorschwarm. Mittlerweile sind weit über 2 Monate vergangen und zur Sicherheit möchte ich hier noch ein bisschen was gegen die Varroa tun. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Viel Spaß bei diesem Video. Und es weht ein kalter Wind, das ist ja schrecklich. Herbst, das ist richtig Herbst hier. Öffnen wir mal das Volk. Hoffentlich fliegt mir das nicht alles weg hier. Ja, es geht schon los. So, das ist der Honigraum. Ja, Bienen drin, Futter genug. Ich lege mal diese Platten zur Seite hier. Ja, sehr schön. Also Honig hat das Volk genug. Da sind ja 10 Waben im Längsbau drin und ein Drohnenbau, alles voll verdeckelt, sehr schön. So, dann gucken wir uns mal den Brutraum an, da wollen wir nämlich rein. Sehr schön, sieht auch gut aus. Okay, der Drohnenbau, der ja vor 2 Monaten noch hellweiß war, weil er neu war, so wie oben, der ist jetzt mittlerweile schwarz. Nach nur 2 bis 3 Brutdurchgängen, also komplett schwarzer Drohnenbau hier. Jo, den müssen wir rausschneiden, den möchte ich gerne weghaben. Stockweiße Messer vorhanden, so ein kleines altes Küchenmesser. Da ist auch keine Brut mehr drauf, Königin dürfte da auch nicht mehr drauf sein. Dann nehmen wir mal die Scheibe weg hier. Das sollte jetzt möglichst zügig gehen, das Ganze. Die Scheibe ist ja neu. Ups. So, einmal ein bisschen Rauch. Sehr schön. Gut. Ja, da haben wir auch schon die Wabe. So, jetzt vorsichtig, nicht zu tief reinstechen. Wir wollen ja nicht die Königin hier irgendwie, falls die da drauf ist. Dürfte aber nicht sein, weil sie ist ja nicht mehr in Brut hier. Das ist keine Brutwabe mehr, sondern die Wabe ist komplett leer. Ich schneide aber trotzdem nur bis zur Mittelwand möglichst. Ja. So, das war's schon. Jo. Genau. So, das Volk ist nicht besonders stark. Das Volk ist nicht besonders stark. Das ist überhaupt nicht stark, sehe ich gerade. Müsste ich da noch mal reingucken. Ja, das ist so, wenn die Schwärmerei da ist, dann sind die Völker natürlich immer sehr schnell, sehr schwach. Ja. Ja, ich habe jetzt keine Lust, eine Wabe zu ziehen, aber das müsste ich eigentlich tun.
Ja, schön ausgebaut. Ja, ich hatte vermutet, das waren geschlüpfte Jungbienen, aber so schwach wie das Volk ist hier, das ist ja nicht so schön. Bevor ich da jetzt die Varroa behandle, würde ich dann doch da gerne noch mal reingucken. Nutzt nichts. Ja. Ja. So, dann ziehen wir mal eine Wabe. Also wenn da Brut drin ist, dann hier. Ja, sieht aber nicht gut aus. Ja, das sieht überhaupt nicht gut aus. Nee, meine Lieben. Doch, da sind Stifte drin. Gibt's ja gar nicht. Da sind tatsächlich jetzt erst Stifte. Wie kann das denn sein? Ja, da werde ich jetzt keine Behandlung durchführen. Ich will mal sehen, ob man das sehen kann. Na, ich bin mal gespannt. Also wenn man hier in dem Bereich schaut, kann die Kamera das einfangen. Das müssten Stifte sein. Aber so schwach wie das Volk ist, werde ich hier nicht behandeln. Ja, das ist schade durch die Schwärmerei, wenn die Königin dann nicht wiederkommt. Das muss beobachtet werden, ja. Es sind nur Stifte. Da sind auch Maden. Ja, da sind auch Maden. Hier oberhalb des Fingers, ja. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt hier. Jo. Naja, das Volk, das ist aber ziemlich schwach. Schwach geworden. Ja, da werde ich jetzt keine Varroa-Behandlung durchführen. Schon gar nicht mit bei Varroa. Ja, Königin vielleicht zu sehen hier. Ne, da ist sie nicht drauf. So, mal ein bisschen Rauch gegeben. Das ist übrigens die wabenläufige dunkle Biene. Die flüchtet immer dahin, wohin der Rauch sie treibt. Ja, nee, aber Königin ist hier nicht zu sehen. Schade. Schade, dass das Volk so geschwächt wurde durch die Schwärmerei hier. Und jetzt erst offene Brut. Das muss aber, wie gesagt, weiter beobachtet werden. Das ist ein ziemlich kleines Volk, ja. So, ganz vorsichtig. So, noch eine Anmerkung. Das passiert natürlich, wenn man die Bienen der Natur überlässt. Sie schwärmen dann, wie sie möchten, und oftmals passiert es eben, dass die Königin gar nicht oder viel zu spät begattet wird, und das Ergebnis sehen wir hier. Und Bienen in der Natur, die Völker, die sterben im Jahr zu 70-80%, das wäre in der Natur ein völlig normaler Vorgang. Sowas gab es auch in Europa, Mitteleuropa, vor Hunderten von Jahren, als es noch keine Imkerei gab. Okay. Das ist natürlich nicht im Interesse eines Imkers. Der Imker ist ja bestrebt, alle Völker so optimal wie möglich zu pflegen. Schwarmkontrolle, Schwarmverhinderung sind notwendig, aber ebenso natürlich auch Futterkontrolle, dass die Völker immer genug Futter haben. Ja, und das Ergebnis sehen wir hier. Okay, so sieht's aus, meine Lieben. Ja, das ist nicht schön. Aber das gefällt mir nicht.
Das gefällt mir nicht, das ist dann die Schwarmduselei hier. So, alles wieder zumachen. So, dann heißt es mal wieder, das Volk zumachen. Ja, das ist nicht schön. Okay. So, ja meine Lieben, das Bienenvolk, das war nichts, das war ein kleiner Reinfall, will ich mal fast sagen. Ja, so ist das, darum mag ich auch keine Bienenschwärmerei hier. Man weiß nie, was aus den abgeschwärmten Völkern wird. Dieses Volk, das kommt mir doch sehr schwach vor, warum auch immer. Und die Königin, die fängt jetzt erst an zu brüten. Die Brut, die war jetzt 4 Tage alt, also die muss ja ewig lange gebraucht haben, um begattet zu werden, vermute ich mal. Oder es sind noch Nachschwärme abgegangen hier, die ich dann nicht mitbekommen habe. Das kann natürlich auch sein. Ja, dieses Volk, das hat sich fast zu Tode geschwärmt. Ob es noch was wird dieses Jahr, das werden wir dann sehen. Das wird sich zeigen. Ja, ansonsten muss wieder nächstes Jahr eventuell neu besiedelt werden. Und dann wieder mit der dunklen Biene. Dieses wäre ja schon durch die Schwarmduselei die dunkle Biene F2. Ich hätte ja hier gerne dunkle Biene F1 drin. So, meine Lieben, ich werde aber weitermachen. Die Völker Mini Plus und das Korbvolk, die werde ich jetzt mit Bivarol behandeln. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss!
Mm-hmm.